BHIS, die Bad Homburger Infoshow. Wir zeigen Bad Homburg weltweit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei der BHIS, die Bad Homburger Infoshow. Hättet ihr es gewusst? Fragen und Antworten zu unserer Stadt Bad Homburg, beantwortet von Kindern aus Bad Homburg. Was steht auf dem Marktplatz? Auf dem Marktplatz befindet sich der Laternenbrunnen mit 5 Kindern mit Laternen in der Hand. Der Ortsname vor Bad Homburg. Was bedeutet die Bedeutung vor der Höhe? Homburg kommt von Hohenburg. Den Zusatz Bad bekommt eine Stadt, wenn die Luft gut ist, die Stadt ein Heilbad besitzt, die Stadt einen Kurpark hat und die Stadt schön ist. Klingt sehr gut, wunderbar. Und vor der Höhe, vor dem Taunus. Alles klar. Wenn wir schon über Kinder reden, was sind so die Freizeitmöglichkeiten für Kids? 36 Spielplätze, 14 Bolzplätze, 3 Rollschuhbahnen, eine Halfpipe, Jugendkulturtreff E-Werk, Kinderkonzerte im gotischen Haus, Stadtbibliothek. Toll. Und gehen wir auf die religiöse Art, Bad Homburg kennenzulernen. Die Kirchen von Bad Homburg. Erlöserkirche, evangelische Kirche hat 4 hohe Türme. Katholische Kirche, St. Marienkirche hat einen hohen Turm. Russische Kirche, orthodoxe Kirche hat eine goldene Zwiebel. Englische Kirche, Kulturzentrum hat keine Türme. Vielen Dank. Wer war der Bauherr des Schlosses, Spitznamen der Bauherrin? Landgraf Friedrich II. Sein Spitzname ist der Landgraf mit dem silbernen Bein. Exakt, genau das sollte man über Bad Homburg wissen. Aber wenn wir uns amüsieren wollen in der Stadt, dann gibt es gewisse traditionelle Feste in Bad Homburg. Welche sind das? Amazing Thailand, Laternenfest, Weinfest, Bad Homburger Kultursommer. Ganz genau. Und wenn wir von Bad Homburg und an unsere sportlichen Aktionen denken, was haben wir da? Seelabad, Kurparklauf, Kinderolympiade, Walking- und Joggingstrecken, Rundroute um Bad Homburg, Radrennen rund um den Kurpark. Perfekt. Und nun kommen wir zu einer Frage in 2 Teilen. Wie sieht es mit den Heilbrunnen aus? Namen und Erklärungen, wie sie dazu kommen. Stahlbrunnen, reich an Kohlensäure und Eisen im Wasser. Landgrafenbrunnen wurden nach Landgraf Friedrich II. Benannt. Luisenbrunnen wurden nach der Frau von Landgraf Gustav benannt. Elisabethenbrunnen, englische Frau von Landgraf Friedrich VI. Josef. Ludwigsbrunnen, nach Landgraf Ludwig benannt. Kaiserbrunnen steht vor dem Kaiser Wilhelmsbad. Auguste-Viktoria-Brunnen, Frau von Kaiser Wilhelm II. Solebrunnen. Sole ist gleich die wässrige Lösung von Salzen. Das ist perfekt. Deswegen die Frage, hättet ihr es gewusst? Weiter. Wo ist die Bad Homburger Altstadt? Die Altstadt liegt unter der Ritter von Marxbrücke. Exakt. Wollen wir uns über das Aussehen der Schlosskirche unterhalten? Wofür ist die heutige Nutzung? Die Schlosskirche ist in einem Flügel des Schlosses integriert und wird deshalb nicht als Kirche erkannt. Heute wird sie als Veranstaltungsort genutzt. Ganz genau, so sieht es aus. Wollen wir uns jetzt über ein anderes Thema unterhalten? Das Logo ist ja aktuell von der Stadt Bad Homburg mit einem neuen Brand gekennzeichnet. Reden wir über das Wappen von Bad Homburg. 2 weiße Hackenstäbe auf blauem Hintergrund. Ganz genau. Welche Museen gibt es in Bad Homburg? Das Gotische Haus, Stadtarchiv, historische Bücher, Dokumente, Fotos, Zeitungen, Medaillen, Hutmuseum, Veranstaltungen für Kinder über Geschichte, Sinclair-Haus, Begegnungen mit Kunst und Natur, Horex-Museum, Motorradfabrikation der Marke Horex, Zentralgarage, kleines Auto- und Technikmuseum. Perfekt. Und nun wollen wir über Tradition sprechen. Was sind so alte Straßennamen in Bad Homburg? Rinsche Stiftstraße wurde nach einem Kaufmann, der für alte Bürgerhäuser gestiftet hat, benannt. Musbachstraße unter der Straße Kloster Musbach. Hinter den Rahmen, dort stand eine Werberei. Vielen Dank. Das Allerwichtigste allerdings sind jetzt die letzten 2 Fragen. Welche Stadtteile gibt es in Bad Homburg? Innenstadt, Dornholzhausen, Kierdorf, Gonsenheim, Oberehrenbach, Obereschbach. Vielen Dank.
Und die letzte Frage für heute in unserem Video. Was sind die Partnerstädten in Bad Homburg? Österreich, Meierhofen, Frankreich, Kabul, Italien, Terracina, Luxemburg, Bad Mondorf, Russland, Peterhof und Tschechien, Marienbad, Großbritannien, Exeter und Schweiz, Chur. Und damit vielen Dank fürs Einschalten bei der BIS Bad Homburg Infoshow. Hättet ihr es gewusst, diese Fragen, das Rätsel, Tipps und Tricks rund um Bad Homburg, schreibt es in den Kommentaren oder schreibt uns einfach an podcast@diebadhomburger.de. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die neue Woche hier von unserem Social Media und Videoteam von der Bad Homburger Infoshow. Bis dahin, danke fürs Einschalten.